So, weiter geht's heute mit der Bus-Simulator. Warum auch immer ich jetzt gerade irgendwie im Depot stehe. Ach so, weil ich wahrscheinlich noch ein bisschen aufblende. Gut, nicht schlimm, passiert. So, schnell Kaffee holen. Habe ich Kaffee, Americano, Kaffee Mocha und Chocolate. Ach komm, ich trinke einfach nur Chocolate. So. Gut, nächste Mission steht heute an, die heißt Schlafsidee. Pecunia, Westoakwood und Oakwood wird eine ausgeglichene Route. Wir haben ja ein bisschen Geld auf der Hand. Das heißt, ich hüpfe mal ganz kurz zum nächsten Busdepot. Weil wir müssen, oder wir wollen einen weiteren Bus kaufen. Da ich jetzt nicht mehr anfangen will, umzuplanen, kaufen wir jetzt mal gerade zwei neue Busse. Umso mehr Busse wir kaufen. Wenn wir das Geld haben, kauft einen weiteren Citaro. Bitte, bitte, bitte. Dass wir den nämlich auf die nächste Route planen können. Es regnet mal wieder. So. Brauche ich jetzt nicht. Okay, das wird machen. Egal. Jo, kaufen. So, rote Wähle. Was haben wir denn als nächstes hier? Ich muss jetzt gerade gucken, weil. Was Wählen haben wir drin? Zitaro, warum ist denn da jetzt ein Volvo drauf? Warum ist denn der jetzt da drauf, der Elektrik Volvo? Also, ich nehme jetzt mal raus. Blup. So, da fährt der Setra. Das heißt, wir haben zwei neue Busse frei. Rico. So, Vollzeitfahrzeug der Volvo. Und hier kommt der neue Citaro hin, der noch nicht geplant ist. So. Perfetto. So, du gehst jetzt dahin. Die Route 23. Das heißt, wir werden einen weiteren Bus kaufen, den wir jetzt für die neue Route nehmen. So, Citaro. Was nehmen wir denn heute? Nicht allzu teuer. Komm, wir nehmen heute einen Citaro. Wir kriegen ja durch den Zahltag eben 100.000. So. Eingekauft. Jo. Du kannst dich jetzt auf die passende Route verziehen, und zwar auf die 24 war das, glaube ich. Und den kaufen wir jetzt noch. Einen aber auch. Zwar noch 66.000, aber passt. So, wir wollen eine neue Route wählen. Die heißt Pecunia bis Oakwood und Oakwood. Wir müssen eine ausgeglichene Route. Wir müssen sogar zwei Routen erstellen: Pecunia, Sunkiss und Millbrook. Stunde 4. Okay. Ob wir die jetzt alle in einer Folge heute kriegen, weiß ich noch nicht. Es ist eine Route durch 5 Stadtteile mit mindestens Stufe 4. Das heißt, wir müssen jetzt drei Routen erstellen. So wie ich das jetzt verstehe. Naja, oder warte mal, wir kriegen es. Warte mal, ausgerichtet. Ja, wir müssen jetzt. Okay. Ja, wenn wir Pecunia auf 4 stellen, haben wir zwei Routen direkt dabei. Naja, gut, okay. Wir bauen erstmal eine neue Route. Fangen wir mit Pecunia an. Warte mal. Da ist Pecunia. Das sind ein paar Haltestellen, das geht aber noch. Obwohl das. Ja, doch, es geht. Business Center. West Oakwood und Oakwood. Washington, Jefferson Street. West Oakwood
Arena. Wir brauchen jetzt noch eine grüne, ne? Jetty Drive. City Hall North. Marina. So, gut, 41 ist es die. Ja. Das ist der Citaro, der jetzt da drauf geht. Ist er jetzt frei? So, Route erstellen, Pecunia, Sunkiss und Millburg. Business Center South. Pecunia, Sunkiss und Millburg. West Tarawa, Sea Viewpoint. Sea Center Street. Sea Viewpoint. Millburg. Slope Boulevard. Ja, und ist Millburg. Millburg Park Plaza Drive. Millburg Square North. Millburg Square East. Warum machen wir jetzt keine... Warte mal. So, warte mal. Warum hat er die jetzt nicht genommen? Die ist tatsächlich nicht ausgeglichen, natürlich. Okay. So. Pecunia. North Stockton Street. Business Center. Business Center South. Pecunia. Sunkiss. Pecunia, Sunkiss. Für Sunkiss müssen wir auch auf 4 aufbauen können. Baker ja. Park, South Entrance, here. Ich baue sie jetzt quasi durch Arnold Park durch. Zwei Marina, Sunkiss. Und dann nach runter nach Millburg. Hier. Technical University. Glenrose Avenue. Mayfair Avenue. Northgate Avenue. Warte mal. Millbrook Square North. Millbrook Square East. Millbrook Square South. Millbrook Square North. Millbrook Square East. So. Hä? Warum? Wieso? Ah, nochmal. Pecunia. Business Center South. Business Center South. Powder Street. Zweimal lila. Jones Street. Rivera Street. Vicente Street. Zweimal grün dabei. Silver Park South. Millbrook Square North. Millbrook Square South. Park Plaza Drive. Mayfair Avenue. Glenrose Avenue. Millbrook Square North. Millbrook Square North. So, eigentlich müsste es jetzt übernommen werden. Ja, jetzt haben wir sie drin. So, wir sind so eine Route. So, jetzt bauen wir noch eine Route auf. Die müssen wir jetzt nochmal machen. Das ist nämlich jetzt die Route erstellen. Die Stadtteile geht mit seine Route, die Stadtteile mit mindestens Stufe 4. Eins. Baker Park South here. Zwei. West South Folsom Street. Tilton Avenue. So weit haben wir gar nicht. Doch hier unten ist Timmeridge. Observatory. Drei. Warte, das ist ein bisschen blöd jetzt gemacht. Glenwood Avenue. Wir starten dann Dings oben. Observatory. In Arnold Park. Cliff View. Glenwood Avenue. Hillside Stop. So, das.
Eins, zwei, drei. Grady, stop. Shucks Roadside Service. Quarry. Shucks Roadside Service. Vier. North Harbor Way. Vier. Die kriegen wir gar nicht hin. Aber die so viele Stadtteile haben, die auf vier, wie sie auf dem Ding sind. Ich überlege gerade, Arnold Park, sie kennt Bay drin. North. Geschafft. So, jetzt brauchen wir nur noch Picodia auf Stufe 4 und dann haben wir es. Picodia. So haben wir jetzt natürlich das Problem, wir haben keinen weiteren Bus. Ich muss jetzt eine Pecunia-Strecke aufbauen. Business Center North. Business Center. Business Center South. Washington Street. Powder Street. North Jones Street. North Stockton Street. Washington Street. Ich baller die natürlich jetzt. Ich hau jetzt natürlich komplett rein, alle Routen. Einmal kurz durch Pecunia durch. Ja, ich verstehe. Ich weiß, wo der Fehler drin ist. Wir müssen es jetzt anders bauen. Runterstellen. Deshalb, wir können die nur so bauen. Wir können jetzt nicht durch Pecunia nur ein komplettes bauen. So. Ja. Route wählen ist die Route 44. Da muss ich jetzt tatsächlich doch einen anderen Bus planen für. Das Problem, wir haben natürlich kein Geld, wir brauchen einen weiteren Zahltag, um eine Möglichkeit haben, um eine Möglichkeit zu haben, einen neuen Bus zu bauen. Also wir haben jetzt alle Strecken einmal drin. Aufgebaut. Warte mal. Da muss ich jetzt doch einen anderen Bus rausnehmen. 26 haben wir hier noch. Citaro K auf 26. Fico Bus. Volvo Electric. Tut mir leid, dass ich euch jetzt den Bus nehmen muss. Von der 23 weg. Und jetzt plane ich auf die 44 einen weiteren Bus. Passt. So. Gut. So, jetzt haben wir fast alle Missionen drin. Jetzt müssen wir nur die Strecke ein paar Mal abfahren, damit wir die auf Stufe 4 bekommen. Ob wir es heute in einer Folge hinbekommen, weiß ich noch nicht. Sitzt mir gerade ein bisschen nach, dass es so geht. So gehen muss. Guten Morgen, Fahrkartenkontrolle. Da, hier, bitte.
Moin, moin. Fahrkartenkontrolle, Chefe. Du hast deine. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Ja, und du hast schon eine gekriegt und du steigst mal bitte aus, damit ich weiterfahren kann. Okay, wir können also keine Route aufstellen, die nur einen Stadtteil drin hat. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur ausgehen, das haben wir ja schon geschafft. Und wir müssen jetzt Pecunia auf Stufe 4 bringen. Das ist jetzt der Gedankengang dahinter. Warum wir das jetzt hier alles machen müssen. Ich vermute, dass wir die auf Stufe 4, das wird hart. Deswegen habe ich jetzt auch einen Bus daraus geplant. Okay, dann extremst. So. Moin, Zed. Warum ruckelt das? Alter, was ist hier los? Ich bin der Nächste. Das heißt, wir brauchen noch einen neuen Bus, den wir dann auf die Route 23 wieder zurückplanen. Das werden wir dann aber mit dem nächsten Zahltag wahrscheinlich schaffen erst. Schon der nächste Kollege. Was ist hier los? Voll Verkehr, voll. Alle voll geplant. Ja gut, wir kriegen jetzt natürlich immer umso mehr Busse, wir kaufen umso mehr Kohle. Ja, Kosten sind natürlich auch Unterhalt, das wissen wir, wir zahlen alleine fast 100.000 alleine nur an Unterhalt. Aber wir generieren auch Einnahmen. So, nächstes Mal schön ist das Business Center North. Das ist eine Haltestelle, die 1. Ich bin 2 Minuten zu spät. Der Geschäft ist reinlassen. So, jetzt kommt die ganze Haltestelle Pecunia. Zu spät, ja, was passiert? Hi. Moin, ja, wieder Zeittag. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. So. Normale Fahrkarte, Wochenkarte, 3 Stück. Und 1 Euro bis zurück. Ja, für irgend so ein Typ ist. Komm ruhig, steig ein. Das wird das beste Wochenende unseres Lebens. Klar, kriegen wir jetzt für jeden Zahltag. Wir hatten, glaube ich, 60.000, 50, 56.000. Ich will jetzt ein bisschen konzentrieren, weil es hier wieder ein neuer Teil ist. Das ist halt das Nervige, was ich meine. Nein, ernsthaft. Jetzt bin ich in die falsche Haltestelle eingebogen. Ja, ich weiß es. Warte mal. Das war jetzt ein bisschen blöde gemacht. Mann, ich will eigentlich gerne. So, ihr habt jetzt nichts gesehen. Erstmal voll in die falsche Richtung gesetzt. So, jetzt. Oh, schade. Gut, dass ich nicht hier geradeaus fahren muss.
So. So, nächste Haltestelle ist hier die 4, die hier außen ist. Ja. So, Rolle wird aber. Ich hatte keine gehört, eigentlich doch. Sieht schon so aus. So. Nächste Haltestelle ist hier außen, die North Jones Street. Hi. Gehen Leute abends ins Kino? Ach echt? Drohnenschwarm, okay. Seh ich mir mal an. Klingt spannend. Scheiße. Welche Linie war das jetzt? Ich hab geachtet. Die fährt auf jeden Fall durch. Wir müssen sie wahrscheinlich ein paar Mal noch fahren. So, Senior-Ticket, Tageskarte 2. Senior-Ticket, Tageskarte 1. Seniorenticket, Wochenticket, Wochenkarte nur eine, passend. So, nächste Haltestelle ist die North Stockton Street. So, fahren wir ein bisschen enger. Dann wollen wir das erste Mal diese Route hier anfahren. Müssen wir natürlich, brauchen wir ein bisschen Kohle. Müssen wir ein paar Mal abfahren, wahrscheinlich. Es kann jetzt wahrscheinlich 2-3 Folgen dauern, bis wir die hinkriegen. Aber es gehört leider nun mal dazu. Erst so generieren diese Strecken Einnahmen. So, das sind insgesamt 8 Haltestellen. Ja, entweder du fährst oder lässt es. Weil du blockierst mich nämlich gerade. Kollege! Mein Gott, ey. Es dauert alles noch, bis wir die jetzt aufbauen können. Wäre schön, reich zu sein und in Lakeside View zu wohnen. Hi. Hallo. So, 13.80 zurück. So. Einfache Fahrkarte. Nur ein Ticket. Einfache Fahrkarte, jawohl. Danke. Eine Fahrkarte bitte. So, zurück. Ja, das ist das Hetzende. Du kannst einfach nicht weiter. Du kommst einfach nicht weiter, weil du nagelneu du Stadtteil auf 4 ausbaust. Warte mal, kann ich jetzt ausbauen oder was? North Stockton Street. Nee, kann ich nicht. Powder Street. Oh, Alter. Achso, ja. Okay. Ich habe nicht gesagt, der wollte nämlich da nur die Autos drüber lassen. Die Fußgänger drüber lassen. So. Das ist die nächste Haltestelle.
doch schon davor. Ich sag ja, die sind alle miteinander jetzt verwinkelt, wir sehen. Ich habe jetzt einfach mal eine Route gebaut, die komplett durch, nur durch Pecunia durchgeht, damit man die ausbauen kann. Ist das schon die Powder Street? Ja, das ist schon die Powder Street. Da stehen schon die Leute. Hallo. Hi. So, einfache Fahrkarte. Ah, es wird eine Weile dauern, bis wir die wegkriegen. Sag ja, das sind diese nervigen Missionen. Hallo? Hallo? Nein, ich bin nicht Amanda. Sie haben sich verwählt. Ja, so, nächste Haltestelle ist dann die North Folsom Street. Die ist da vorne und dann haben wir es geschafft. So, das ist die letzte Haltestelle hier auf dieser Route. Und dann haben wir es geschafft. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter mit der Aufwertung dieser Route. Was ist der ausgehört? Ist der aufgewacht? Jo, sind alle draußen. Route ist beendet. So. Genau, in der nächsten Folge probieren wir es dann weiter, dann mit Pecunia auswerten. Wir müssen sie jetzt so oft fahren wie bis zum Abgehen, bis wir die Strecke einmal komplett drin haben. Ich gucke gerade, was wir haben. Ja, ich könnte wieder noch einen Bus planen, wenn ich ehrlich bin. Wir machen das so. In der nächsten Folge bekommen wir uns wieder einen Bus. Und dann geht's weiter mit dem, was hier. Bis dahin und tschüss.